Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge Blende zu 2022. Das Ziel in dieser kleinen Serie wird sein, dass wir einen schönen, süßen, europäischen bzw. einen deutschen Wildpark bauen. Vielleicht wird es später auch ein Zoo, mal schauen. Ich habe jetzt auch das Europa-DLC drauf. Ne? Wir schauen einfach mal, wie ich wieder eskaliere. Mal gucken. Ich wünsche euch viel Spaß mit der ersten Folge. Los geht's. Ja Leute, dann herzlich willkommen auf unserer neuen Fläche, die wir wieder komplett ausmalen dürfen. Wollen wir uns jetzt schon mal überlegen, welches Tier wir anfangen wollen? Ein Kontinent, Europa, ne? Das ist jetzt neu, das Europa-DLC. Also was heißt neu? Ich hab's neu, das gibt's jetzt glaube ich schon seit Dezember oder so. So, ich glaube neu dazugekommen ist auf jeden Fall der Damenhirsch. Ey, da bin ich super gespannt auf die Rehkitze, also auf die Babys. Könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich damit anfange, Leute. Dann gibt es, glaube ich, neu den eurasischen Luchs. Der europäische Dachse, der ist noch neu dazugekommen. Den will ich auf jeden Fall auch haben in unserem Wildpark, beziehungsweise in unserem Zoo. Feuersalamander. Okay, der Feuersalamander ist auch noch neu dazugekommen. Und der Steinbock ist dazugekommen. Der Alpensteinbock. Ist halt die Frage, was wir als erstes machen. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann Lust hätte erstmal auf den Hirsch. Dann sehen wir vielleicht in dieser Session kleine Rehkitze. Hätte ich halt schon Lust drauf. Ne? So, aber ich würde erstmal schnell losbauen. Wir sorgen erstmal für die Infrastruktur. Ich werde jetzt erstmal viel das so hier machen quasi, dass ich ohne Textur arbeite. Und wir machen dann einfach, müssen irgendeine passende Textur machen, so hier würde ich sagen. Ich sehe, dass wir wie so einen Trampelpfad haben. Wobei ich glaube, so gefällt mir sogar besser, wenn wir das so hier machen, wisst ihr? Okay, nice, jetzt habe ich es endlich. So, und hier machen wir auch erstmal wieder eine Verbindung hier rüber. So, aber wie gesagt, ne, hier sollen erstmal schön breit viele Wege sein und so. Das ist erstmal so der Grundgedanke. Machen wir erstmal so hier. So, wir brauchen als erstes Mitarbeitergebäude. Beziehungsweise wir müssen Prioritäten setzen. Als allererstes. Bitteschön, nur für euch. So, eigentlich ist der Zoo jetzt schon gut, ne? So, hier. So, guck mal, Leute. Haben wir schon da einen Baum stehen? Okay, cool. Ne? Also, Dekoration läuft auf jeden Fall. So, das ist Tierpflegerhütte. Brauchen wir einmal. Würde ich halt schon gerne ein bisschen näher ranbauen. Nochmal ungefähr hier hin. Dann brauchen wir Quarantäne. Hier hin. Tierarztpraxis. Mitarbeiterraum klein. Bumm. Forschungszentrum brauchen wir auch. Bam. Weil dann können wir dann schön ein Häuschen draus machen. Werkstatt. Bums. Und wir brauchen noch ein Handelszentrum. Das machen wir jetzt hier noch hin. So. Und jetzt am besten mit Rasterausrichtung arbeiten, würde ich sagen. Ja, nice. Machen wir einfach so hier. So. Und hier müssen wir auch noch connecten. So, okay, jetzt haben wir alles verbunden. Also sämtliche Gebäude. Jetzt muss ich irgendwie an diesem Stein vorbeikommen. Dann machen wir einfach so hier. Das jetzt irgendwie entspannt einfach hier mit verbinden. So, machen wir so. Okay, Leute. Mitarbeitergebäude haben wir alle. Jetzt brauchen wir Mitarbeiter. So, Mitarbeiter. Also, wir brauchen einen Zoopfleger. Mal ein bisschen näher ran hier, dass wir das schön sehen. Das ist ja immer ein großer Moment. Oh, übrigens hier unseren Beamfelsen, den muss ich mal ein ganz kleines Stück schieben. So. Dann brauchen wir einen Tierpfleger. Na, grüß dich. Dann brauchen wir einen Techniker. Dann brauchen wir einen Sicherheitsbeamten. Verkäufer machen wir gleich. Tierarzt und Ausbilder. Tierarzt noch. Wow. Oh. Ausbilder war, glaube ich, brauchen wir dann später, Leute, brauchen wir jetzt noch nicht. So, okay, alles klar. Mitarbeiter haben wir auch erstmal, was wir brauchen. Dann können wir uns jetzt an sich unser erstes Tier holen. So, jetzt ist es ein Mitarbeiter weg. Ach ja, Leute, ich hab Bock, weil dann sehen wir heute im Stream vielleicht ein kleines Rehkitz, ein süßes. Okay, lasst mal eben die Stats checken. Biome gemäßigt, Graslandschaft, Geländeanforderung 360 Quadratmeter. Ich werde es den auf jeden Fall bedeutend größer machen. Gruppengröße
3 bis 16? Bist du ein Männchen, bist du 15 Weibchen? Ah, okay. Gruppengröße, partnerlose Männchen ohne Jungtiere, 3 bis 6. Dominanz. Altershierarchie in Junggesellengruppen. Männchen kämpfen um die Dominanz in Paarungsgruppen. Paarungsverhalten polygyn. Beziehung zu Menschen neutral. Gäste können Gehege betreten, ja. Nein, nicht bei mir. Mag ich irgendwie nicht. Ich finde es immer doof, wenn die Gäste da reingehen können. Geschlechtsreife, 4 Jahre, Sterilität, Tod. Okay. Und wir kriegen ein, also wenn sie werfen, kommen ein bis zwei raus. Okay. Da haben wir einen Damenhirsch. Bestätigen. Wir sind voll die Guten. Wartet mal. Der ist doch eigentlich schon ziemlich gut, oder? Wollen wir den hier nehmen? Der ist halt voll gut. Der hat richtig gute Stats. Ja, ich nehme den. Aufnehmen. Wartet im Handelszentrum. Okay, den haben wir jetzt. Den Dominik haben wir jetzt gekauft. 92. Oh nein, der ist schon 10 Jahre alt. Ich habe mich verkauft, Leute. Oh, ich habe mich scammen lassen. Wie alt wird er denn? Gucken wir dann gleich nochmal. So, jetzt brauchen wir noch Weibchen. Es gibt voll wenig Weibchen. Das sind alle? Okay, es gibt ganz wenig Weibchen nur. Dich würde ich aufnehmen. Nehmen wir dich noch. Ist 3 Jahre alt, aufnehmen. Okay, Leute, jetzt haben wir 2 Weibchen und ein Männchen. Das ist erstmal okay, denke ich. Lebenserwartung 15 Jahre. Na gut, okay. Also müssen wir einfach hoffen, dass der sich nochmal fortpflanzt, bevor er 15 wird oder so. Die Weibchen, die wären sogar 18 Jahre alt. Mülleimer und Bänke brauchen wir noch. Das wäre noch richtig. So, lass mal ein paar platzieren. Mal so hier. Hier würde ich mal wieder 1, 2 wegnehmen, glaube ich. Nehmen wir mal den weg. Ja, nehmen wir einfach neue Welt, die Bänke. Ich glaube, die gefallen mir nicht ganz gut immer. Erstmal die. Ich werde halt wirklich erstmal wie ein Wildpark anfangen. Ob das dann immer noch Richtung Zoo geht später, können wir uns ja noch überlegen. Aber das soll super waldig werden hier alles, ne? Also richtig dolle. Viele Bäume, Felsen, Pflanzen etc. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal das erste Gehege hin. Beziehungsweise, bevor ich das mache. Jetzt kann ich das mal ausprobieren, ob ich es hinkriege oder nicht mehr hinkriege. Hätte ich gerne, dass der Weg hier so schön edel breiter wird. So hier irgendwie. Erstmal so. So, passt mal auf, Leute. Wenn ich jetzt hier so mache. Guck mal, jetzt sieht es noch so eckig aus. Wenn ich jetzt so mache. Und das jetzt wieder lösche. Jetzt ist nicht mehr eckig. Das meinte ich. Ja, jetzt ist das schön smooth. Sehr cool. Ja, das kann ich noch. So, dann würde ich hier so machen. Und so kann man halt nämlich am Ende das dann viel, viel schöner machen irgendwie. So. Können so hier machen. Erde leicht. Jetzt machen wir hier wie so einen Fußweg halt überall. So. Okay. Ja, dann können wir dann später, können wir dann einfach hier. So. Dann machen wir hier noch eine Ulme rein. Bam. So, wie gesagt, früher oder später soll ja übelst der Wald hin und alles, ne? Nur damit du Bescheid wirst. Das wird richtig krass. Das wird super heftig. Das wird der waldigste Zoo, den ich je gebaut habe. So, okay, dann lasst mal jetzt hier noch ein bisschen Terraforming machen. So, dann lasst mal so. Und wie wir das denn genau gestalten, überlege ich mir dann. Wichtig ist erstmal, dass wir den Zaun dann haben. Okay, also wir wollten ungefähr 2000 Quadratmeter. Ja. Landfläche 5100 Quadratmeter. Ja gut, aber so haben wir halt noch ganz viel Platz zum Dekorieren, Leute. Ihr dürft nicht vergessen, wenn ich hier dekoriere und so, wird das ja immer weniger Platz und dann haben wir irgendwann bestimmt nur noch 2000. Ich glaube, das ist schon gut. Ich glaube, das ist gut so. Dann würde ich sagen, wir lassen mal die Tiere rein, hm? Tierhandel. Tieraufbewahrung. Zu senden. Hier ist das Handelszentrum, da werden die Rehe abgeholt. Ist ganz schön dunkel hier drin, ey. Ja, stimmt, die sind ja in so kleinen Boxen drin, ich vergaß.
Guck mal hier, der Felsen, ne? Das sieht doch toll aus. So, wir werden aber dann gleich, Leute, übelst eskalieren, was das Dekorieren angeht. Ne? Es ist jetzt wirklich erstmal nur, dass wir eine Basis da haben, um ein bisschen Einnahmen zu generieren. Wir müssen jetzt gleich noch die Shops bauen. Ich werde es schnell dafür sorgen, dass es den Tieren halbwegs gut geht. Und dann machen wir es hier richtig fit. So. Da ist er. Der gute Dominik, der schon 10,8 Jahre alt ist. das hier ist Amber, 5,4 Jahre. Oh, die sind halt wirklich niedlich. Euch mache ich es jetzt gleich hübsch. Euch mache ich es gleich schön. Ich muss eben checken, ob die in der Lage sind, über die Brücke zu gehen. Oh, ja, sind sie. Cool. Ah, das sieht schon edel aus, muss ich sagen. Du siehst, oh, du bist ein Feini, ne? Ja, du bist ein Feini. Ach cool, die Hufen auf dem Stein. Wie geil. Das hört man sogar. So, alles klar, Leute. Lasst es den mal hübsch machen. Sie fühlen sich überhaupt nicht wohl gerade. Wir brauchen als erstes einen stabilen Rückzugsort. Ja, also genügend Platz haben sie auf jeden Fall. Sehr schön. Gras kurz. Brauchen wir viel, viel mehr. So, dann haben die auch sehr, sehr gerne Erde. Gebe ich ihnen auch gleich. Zumindest ein klein wenig erstmal. Das hier sieht erstmal gut aus. Jetzt brauchen wir einen stabilen Rückzugsort. So, machen wir erstmal sowas. Bam. Mal gucken, wie viel das bringt. 100%. Sehr cool. Okay, das haut auch hin. Lebensqualität müssen wir jetzt noch erhöhen. So. Okay, probieren wir es mal. Jo, okay, alles klar. Futterbeschäftigung war wichtig. So, alles klar, cool. So, jetzt ist nur stabile Rückzugsorte ist nicht mehr ideal. Ich finde das so cool, dass man das hört, wenn die hier drüber laufen mit den Hufen, ey. Das ist super nice. Okay, wartet mal. Gelände. Also. Steuerung X. So kopiert man das einfach. Und hat das gleich in dem Menü. Bumm. So, jetzt haben wir den Unterstand verdoppelt. Theoretisch müsste das erstmal okay sein. Wohlbefinden 97%. Sehr geil. Das ist immer noch übelst hässlich hier. Aber denen geht's erstmal gut. Gleich machen wir es euch. Oh nein, 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 nein. Tiere sind kommen. Stopp, 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 stopp. Okay, Leute. Wie konnte ich mir das nochmal anzeigen lassen, wo der Zaun nicht ausreichend ist? So, mit H. Okay. Ah, alles klar. Okay. So, dann sichern wir den Spaß mal hier. So, jetzt kommen sie nicht mehr raus. Sehr gut. Tierarzt rufen. Ja! Aber wartet mal, wenn das wieder reinspringen kann, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass es noch nicht ganz so safe ist. Aber hier wird nichts mehr angezeigt. Wahrscheinlich, weil es von der Seite höher war. Und es will auch gar nicht mehr raus. Ich glaube, das ist jetzt okay so. Ne? Du willst nicht mehr ausbrechen. Nee, will nicht mehr ausbrechen. So, Leute, guckt mal, wie viele Gäste wir haben. Und wir haben noch keine Spendenbox platziert. Man kann jetzt übrigens irgendwie super advanced Restaurants bauen und Gaststätten und so, ne? Das kam mit einem neuen Update irgendwie rein. Ey, wir haben noch gar keine Toilette. So, Toilette haben wir auch. Finanzen, Spendenbüchse, ja genau. So, machen wir erstmal hier eine hin. Dann erstmal so. Geldautomaten brauchen wir auch noch für die Gäste. Super wichtig. Auch noch ein Geldautomat. So, und jetzt brauchen wir Shops. So. Aber wisst ihr was, Leute, was ich jetzt mache? Ich bin mal ein smarter Gamer, damit das jetzt nicht immer dunkel wird und so. Gehe ich auf Zoo und stelle die Öffnungszeiten ein auf 9 Uhr früh bis 18 Uhr abends.
So, jetzt haben wir nämlich immer hell. Ja. Bums. So, euch geht's gut, ne? Wohlbefinden 98%. Das ist so geil, wie die einfach mal 10 mal mehr Platz haben. So, aktueller Partner Dominik. Okay, ich bin mal gespannt hier, ob das noch was wird mit dem Baby heute. Amber, Darmhirsch, erwartet Nachwuchs. Ja, Leute. Nachwuchs erwartet im Juli, Jahr 2. Okay, alles klar, Leute. Wir kriegen unser erstes kleines Baby. Also unser Dominik, der lässt nichts anbrennen, oder? Also ich meine, da ist jetzt maximal 5 Minuten im Gehege oder so. Wir machen aber immer noch Minus. Wir müssen jetzt unbedingt Shops platzieren. So. Fran, erwartet auch Nachwuchs. Wieso verpasse ich das jedes Mal? Der Dominik, Alter, der ist ein richtig Schnaller. Habt ihr ja gerade gesehen, was er mit dem Kegel gemacht hat? Habt ihr gerade gesehen, wie sie ins Wasser gesprungen ist? Hier würde ich gehen. In Ordnung. Was so hier. Schiefbief. Mach mal hier hin. Ich hätte aber gerne, dass das alles in einer Gruppe ist. Dann können wir das schön dekorieren dann später. So, hier gibt's Eis. Mach mal so da. So, sehr cool. Das habe ich mir vorgestellt. Gelände. So, und wenn wir einmal dabei sind, machen wir hier noch einen Baum hin. So, bitte setzt euch jetzt hier hin. Cool, Leute. Okay, also die holen Essen und setzen sich hin zum hier Essen. Das ist schön. Da freue ich mich. Wie, wenn du die Gäste lenken willst, gibt es jetzt Barrieren. Diesen ganzen neuen Advanced-Zeug machen wir dann Step-by-Step, Leute, okay? Ich versuche erstmal mich an alles wieder zu erinnern, was ich weiß. Und das neue Zeug, ich habe schon die Patch-Notes ein bisschen überflogen. Da sind viele neue coole Sachen dazugekommen. So, das funktioniert erstmal. So. Bildung müssen wir uns dann noch kümmern. Merchandise, auch noch super wichtig. That's fantastic. So. Okay, cool. Okay. Darmhirsch. Und hier genau das gleiche. Bildungsinhalt. Darmhirsch. Hier ist wieder kein Strom drauf. So, dann lass uns mal noch schnell um Strom kümmern. Aber ich würde jetzt erstmal sehen, dann, dass das Geld nach oben geht. Das wäre halt super wichtig, ne? So. Verbinden wir noch schnell mit dem Weg. Und hier machen wir Mitarbeiterweg draus wieder. So, da müssen wir uns was überlegen, wie wir das dann machen, dass das nicht so komisch aussieht. So, gut. Jetzt würde ich halt nur gerne sehen, dass wir Plus machen. Amber wird gleich Nachwuchs haben. Sehr gutes Timing, Amber. Wir kriegen jetzt gleich Nachwuchs. Ein süßes Baby. Dominik kann es auch kaum erwarten. Dominik wird jetzt Papa. Welches DLC? Europa. Da ist es. Nanu, das ging aber schnell, Leute. Und es ist golden.
Es ist golden, Leute. Das ist das Gute. Christos. 0 Jahre alt. Macht irgendwie Sinn. Wohlbefinden ist super. Und es ist golden. Genetik. Größe 83. Lebenserwartung 83. Fruchtbarkeit 67. Immunität 67. Und männlich. Schwarz-graues Fell. Attraktivität 1650. Rausgeblumst. Ja, es ist einfach rausgeblumst. Da hinten ist noch eins, oder? Nee, das ist Dominik. Alles gut. Ja, das ist so YouTuber, nein. Mach ich. Hallo YouTuber an der Stelle. So, hier machen wir es gleich richtig schön. Weil die ganz schön groß sind, ne? So, ich würde sagen, die machen wir es gleich mal richtig hübsch, Leute. Also das Gehege gleich, ne? Wird jetzt gleich viel gemacht. Im September kommt das nächste. Ja. Oh, die Augen. Alles klar. Da kommt das nächste gleich. Ich komme das nächste Baby. So, okay, Baby Nummer 2. Oh, das ist weiblich. Das erkenne ich sofort. Das ist ein Bambi. Das ist übelst hell, oder? Das ist aber kein Albino, oder? Nee, das ist männlich. Nicht weiblich. Wie ich halt instant den Call mache, es ist auf jeden Fall weiblich, weil das hat so Punkte. Jetzt wird es erstmal nass gespritzt vom Papa. So, wieder golden. Kirian. 67, 92, 83, 67, okay. Aber wir brauchen unbedingt ein paar gute Weibchen, Leute. Ich muss aber sagen, rein optisch. So hell sieht auch ganz cool aus, ey. Sieht wirklich super cool aus. Und sieht komplett anders aus wie sein Bruder, ne? Abgefahren. Voll schön, dass er da, ja, finde ich auch. Ich würde sagen, Leute, wir machen es ihn jetzt mal richtig cool, oder? Let's go. Lass es den hübsch machen. So, Leute, da melde ich mich mal wieder aus dem Off. Beziehungsweise, ne, ich bin das wieder ein bisschen auch nachträglich am Einsprechen. Einfach, wenn ich wieder Timelapse mache und dann wieder dekoriere und so. Erzähle ich euch ein bisschen so meine Gedanken und ja, gucken wir mal, ob ich das noch kann. Ja, so gut, Leute. Ja, also ihr kennt das ja, ne? Am Anfang wird erstmal schön für eine Grundform gesorgt mit Terraforming und schön Felsen platzieren und das erstmal irgendwie schön machen. Und man hat das ja am Anfang schon gesehen, ne? Ich habe hier so einen kleinen Bach durchgezogen und dachte mir, es wäre erstmal schön, wenn es da so 2-3 Stellen gäbe, wo unsere Dammhirsche dann ganz entspannt in das Wasser trampeln können und noch baden gehen können und so und nicht jedes Mal große Probleme haben, irgendwie wieder aus dem Wasser rauszukommen. Und ansonsten wird erstmal schön Kontur gesetzt mit Felsen. Das ist erstmal sehr, sehr grob, wird sehr viel der Beamfelsen benutzt und dann der noch so ein Felsen, wo man oben drum das einfach noch ein bisschen mehr abgerundet ist und dann mit Textur und so weiter das noch ein bisschen schöner gemacht. So richtig ins Detail geht es dann natürlich erst später, wenn wir so die grobe Form haben. Es macht halt keinen Sinn, übelst ins Detail zu gehen, wenn das Grobe noch nicht hinhaut. Und deswegen wird er erstmal so vorgegangen. Hier noch eine kleine, schöne Strömung rein in den Bach. Perfektes Timing. So direkt umgeht. Guck mal, es hat sich in den Futterkrug reingelegt. Apropos reinlegen, Leute. Wir müssen noch... Gehege. Wir müssen noch einen Schlafplatz machen. Gehege, Blätter, Mittel. Machen wir mal groß. So. Okay, jetzt müssen sie theoretisch hier schlafen. Schauen wir mal. Jo. Ey, wisst ihr, was mir gerade einfällt, Leute? Wir müssen die ganzen Europasachen noch erforschen. Und wir müssen das auch noch erforschen hier. Darmhirsch. Moment. So. Okay, das läuft. Design Europa. So. Ja, dass wir die ganzen Europasachen jetzt freischalten. Das wäre noch nice. Weil ich glaube, da gibt es sehr coole Gebäude und auch Fahrgeschäfte und so weiter und so weiter. So, und da ist wieder der Beamfelsen am Start.
So Leute, auch vorab, ne, also natürlich läuft jetzt wieder Timelapse, ihr kennt das ja, zumindest die, die die alten Folgen kennen, wissen, dass ich das ja immer wieder mache, dann, um einfach zusammenzufassen, wie ich was gebaut habe. Aber auch hier habe ich hier und da noch Blenden gesetzt, einfach um das ein bisschen zusammenzufassen, weil ich habe bestimmt, ich weiß es gar nicht, 3-4 Stunden an dem Gehege gebastelt oder so, sehr viel mit Kamera gewackelt, hin und wieder Pausen gemacht. Dementsprechend ist es wirklich einfach nur eine Zusammenfassung, dass man nachvollziehen kann, wie das Endbild von dem Gehege dann auch entstanden ist. Ne? So, ja, wie man hier sieht, ne, habe ich die Mauer zumindest an der Stelle entfernt und jetzt ersetzt mit diesen Holzstämmen. Sieht einfach ein bisschen schöner aus, ne? Als wenn immer nur das Gleiche ist. Ist ein bisschen oldschool, habe ich schon öfter so gemacht, aber ich muss mich ja auch erstmal wieder ein bisschen reinfummeln in das Spiel und habe das ja ungefähr ein Jahr nicht mehr gespielt. So, und was ich jetzt hier mache, das kann ich sowieso immer jedem empfehlen. Wenn ihr dann wegen Vegetation und sowas machen wollt, am besten erstmal so eine grobe Palette zusammenstellen an Sachen, wo ihr denkt, das könnte gut reinpassen, davon dann nur ein, zwei Sachen platzieren, das mache ich jetzt hier auch, ne, von den Büschen und von den Bäumen, die ich außen platziere, das sind alles Sachen, wo ich denke, ja, das könnte eigentlich ganz gut in das Gehege reinpassen, platziere immer nur ein, zwei Stück davon und sobald ich dann alles durch habe, das ist halt wie so eine, wie eine Farbstaffette, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine, so, ne? Es ist einfach so eine Komposition an Sachen, die wir auf jeden Fall benutzen werden für unser Gemälde, aka unser Gehege. So, ja, und ja, das sind erstmal so die Sachen, die ich irgendwie dann hier platzieren werde und so. Und man wird früher oder später dann sehen, wie ich das dann damit dann alles ausmalen werde, ne? So, davor will ich aber erstmal noch so ein bisschen das Grobe fertig haben. Ich mache jetzt hier die Felsen, das ist allgemein ein bisschen schöner. Das ist halt hier und da einfach noch sehr, sehr eintönig und sieht einfach noch nicht schön aus. Und dementsprechend wird halt hier und da noch ein bisschen was platziert. So, und wie man jetzt hier sieht, die Fahne, die ich hier schon anfange zu platzieren, dachte ich, weil es soll ja am Ende alles wirklich wie ein Wald aussehen. Ne? Das wird ja erstmal jetzt ein Wildpark. Ob ich später noch ein Zoo draus mache, überlege ich mir noch. Aber erstmal, Wildpark heißt viel Wald. Es ist wild. Gut, das steht natürlich jetzt eher für die Tiere, aber es soll halt trotzdem eher wie ein Wald sein als ein Zoo. Ne? Ein Zoo ist ja immer erstmal eher ein bisschen clean. Und ich will halt hier alles so ein bisschen wilder gestalten, auch von der Umgebung, von den Gehegen her, so was die Natur angeht und so weiter. Ne, dementsprechend viele Farne, schön Brennnesseln, was ich hier gerade am Platzieren bin. Habe auch schon ein bisschen Wasserpflanzen am Rand platziert, die ersten kleinen Bäumchen, wobei das erstmal eher so Saatlinge sind. Und jetzt wird halt mit den Felsen und so erstmal versucht, das so ein bisschen, dem ein bisschen Abwechslung zu geben, weil davor ist das einfach nur so super schroff und das war es eigentlich schon. Ne? Und ja, dann wird halt hier mit Pflanzen hier und da jetzt Step by Step das alles cool gemacht und ausgemalt. So, und hier bin ich jetzt dabei, die ersten Bäumchen zu platzieren. Das ist die Korkeiche. Ich mag die einfach, weil die, keine Ahnung, so schön schräg ist. Die ist halt nie gerade. Und davon werde ich noch, da gibt es ja, glaube ich, 3 Versionen davon, von diesem Baum. Davon werde ich noch sehr, sehr viele, gerade an diesem Bachlauf da, sehr viele platzieren. So, ja, zwischendurch hat man ein bisschen Probleme, ne? Wegen Forschung hatte ich ja diesen einen Hausmeister dafür eingestellt, dass er sich um die Forschung kümmert und drum ist erstmal alles den Bach runtergegangen. Das Gemäuer war kaputt, unsere Wasserversorgungsanlage war kaputt. Aber mit höchster Motivation rennt ihr auch zu unserer Stromversorgung, repariert auch gleich den Generator. Und dann kann es auch schon weitergehen mit dem Dekorieren. Ja, ne? Kommen noch so ein bisschen Baumstumpfe hin und Felsen. Es ist halt, ne, das Übliche. So, und desto mehr man davon platziert und sobald man das Gefühl hat, okay, jetzt sieht's besser aus als davor, ist das immer eine gute Sache. Das ist ja immer so ein bisschen meine Strategie. Einfach so lange Sachen platzieren, bis ich der Meinung bin, dass es schön aussieht. Und meistens funktioniert es halt irgendwie. Wird dann irgendwie so langsam aber sicher ein Bild raus. Gerade so diese kleinen Zugänge, ne, wo die dann smooth ins Wasser gehen können, unsere Dammhirsche, finde ich halt schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, unsere Dammhirsche mögen das auf jeden Fall auch. So, aber man sieht, wohin die Reise geht, ne? Also die Fahne und allgemein, das wird halt sehr, sehr dicht alles. Und deswegen ist es auch gut, dass ich, das Gehege war ja am Anfang jetzt, glaube ich, 5000 Quadratmeter groß. Ich will es Minimum 2000 Quadratmeter groß haben, denn wenn wir dann 16, also insgesamt können wir ungefähr 16 Tiere drin haben, so als Rudel, ne, ist das so das, was womit die sich wohlfühlen, plus dann auch noch die Kinder, und dann muss das Gehege eigentlich Minimum 1600 Quadratmeter groß sein, wenn man das ausreizen will.
Ich werde halt gucken, dass ich so bei 3000 Quadratmeter lande. Ich muss mal gucken, ne, wie ich das ungefähr mache. So, wie man sieht, ne, es wird, geht langsam, aber sicher jetzt hier Richtung Wald. Ich platziere jetzt einfach immer noch mehr Bäume. Und allgemein sollte man Bäume wirklich als letztes platzieren. Ich weiß, das fällt immer schwer, so, ne, weil gerade Bäume machen viel aus. Aber desto mehr Bäume man platziert hat, desto schwieriger ist es halt dann, Übersicht zu haben über den Boden. Ne, und den dann halt noch fertig zu machen und so. Dementsprechend gehe ich eigentlich immer erstmal so vor, dass ich erstmal alles fertig mache und dann Bäume platziere. Aber auch hier, ihr seht schon, ich mache jetzt trotzdem halt hier noch Sachen, obwohl ich schon Bäume platziert habe. Ich bin halt da immer ein bisschen chaotisch. Ne? Ich gehe da nicht immer wirklich nach System vor, sondern mache halt gerade, wonach mir ist. Und ich hoffe, dass man trotzdem das gut verfolgen kann jetzt hier in dem Video, wie ich das hier so ungefähr grob alles anstelle. Und wie ich ja gerade schön die Brennnesseln am Platzieren bin. Ja. Soll ja wirklich so ein bisschen Richtung Deutschland, deutsche Natur aussehen irgendwie. So, also zumindest, wie man es halt hier ein bisschen kennt. Und es ist aber gar nicht so easy, das umzusetzen. Aber ich denke, da werde ich auch über die Folgen hinweg noch mehr ein Gefühl für bekommen, was ich da benehmen kann, was dann gut aussieht und so weiter und so weiter. Und man muss sich ja erstmal wieder so ein bisschen reinfinden in das Spiel. So, ne? Und auch hier bin ich noch Steine irgendwie noch ein bisschen am schöner machen. So, es ist halt wirklich eigentlich überall mache ich ein bisschen was, was mir gerade so einfällt und was mir gerade in den Sinn kommt. Und das Wichtigste natürlich, Wasserblumen. Ne? Super wichtig. Macht immer alles schöner, wenn man sowas aufs Wasser drauf platziert. Das gehört in jedes Gewässer rein, im Blende zu, zumindest in meinen Augen. So, ja, dass ich jetzt hier mache, Leute, das ist wirklich ein kleiner Gamechanger gewesen. Da habe ich mich im Livestream, ich habe das ja alles gestreamt live, übrigens, jeden Mittwoch 14 Uhr, Leute, ne? Link ganz oben in der Videobeschreibung, Blende zu. Mittwoch 14 Uhr, falls ihr Bock habt, live vorbeizuschauen, mal. Könnt ihr gerne mal Hallo sagen, würde ich mich freuen. Habe ich mich sehr auf jeden Fall über diese Pflanze gefreut. Ich weiß gerade gar nicht, wie die heißt. Grünblatt, irgendwie so, Grünblatt, Gedöns. Man sieht das, glaube ich, auch hin und wieder mal, wenn ich drauf drücke. Einfach, ihr seht das ja dann in der Suche, einfach Plätt habe ich da, B-L-L-T eingegeben, und da hatte ich das gefunden. Und das war wirklich ein richtiger Gamechanger gewesen. Drum habe ich das, und das ist nicht mal alles, ne? Ich habe das teilweise weggeschnitten, habe das überall platziert, wo ich konnte, weil ich fand, dass das alles schöner und besser macht und vor allem auch ein bisschen wilder dann aussieht. Ja. Und unsere kleinen Dammhirsche und Rehe fühlen sich auf jeden Fall wohl. So, können jetzt auch schön planschen und im Hintergrund ist schon ein bisschen Wald. Sehr schön. Okay. So, okay, Leute. Also wir haben jetzt schon mal so ein bisschen den Look von dem Wald. So ein klein wenig. Da geht bestimmt noch mehr. Irgendwie noch mehr Stöcke, mehr Laub, mehr Blätter. Mehr liegende Bäume. So, aber wenn man bedenkt, dass hier davor gar nichts war, einfach nur eine grüne Fläche. Sieht das jetzt schon mal gar nicht so bad aus, finde ich. Ganz schade, dass es regnet. Weil mit Sonne, finde ich, sieht immer alles besser aus. Ja, ist gerade schön, wie sie alle beisammen hocken. So, wie viel Platz habt ihr noch? Das würde mich mal eben interessieren. 3500 Quadratmeter, okay. Also wir können theoretisch noch ein bisschen eskalieren. Ne? So wie 2000 Quadratmeter ist so das Minimum, was wir wollten am Platz. Guck mal hier, das sieht ja geil aus, wie hier wirklich so Pfützen entstehen. Ist schon teilweise echt ein sehr hübsches Spiel, ne? Kann man sagen, was man will. Guck mal jetzt hier, das ist schon ganz hübsch jetzt, so mit der Sonne und so. Da hinten, da haben wir auch ein Tier. Ist nicht nur Natur. Ja, also bin schon mal ganz zufrieden, dafür, dass das Spiel 9 Monate nicht mehr gespielt hat. Okay, Leute, an dieser Stelle noch die Information. Ich werde erstmal jetzt jeden Mittwoch 14 Uhr Planet 2 Livestream. Also wer Lust hat, Link ganz oben in der Videobeschreibung.
Da könnt ihr dann auch zugucken, ne, wie das alles so entsteht. Und dann geht das auch alles nicht so schnell. Da könnt ihr mal im Livestream Hallo sagen, würde ich mich freuen. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen über einen Daumen und Feedback. Ne. Support ist kein Mord und hilft auf jeden Fall weiter, dass das Video vielleicht auch besser gerankt wird und besser gefunden wird für Leute, die mich jetzt nicht so kennen oder so. Also lasst auf jeden Fall Like und Feedback da. Ne. Sowieso bin ich sehr gespannt, was ihr von dem ersten Gehege jetzt hier so haltet. Und ich schau mal, wann ich dann die nächste Folge fertig bekomme. Vielleicht in einer Woche, vielleicht in zwei Wochen. Wir werden sehen. So, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.